Gott sei Dank sehen wir alle. Nun, MBSR und MBCT, ja, Mindfulness-Based Stress Reduction. Das ist auch eine Art von Meditation. Gibt viele Arten von Meditation und das ist eines davon. Und das wird sehr oft angewendet. Auch von denen, die sich, ich bin mir sicher, die nicht mal bewusst sind, dass sie das anwenden. Ja. Dazu habe ich dann auch etwas zu sagen. Die achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, also MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, ist ein von dem Molekularbiologen und Mediziner Jon Kabat-Zinn in den späten 1970er Jahren in den USA entwickeltes Programm zur Stressbewältigung durch gezielte Lenkung von Aufmerksamkeit sowie durch Entwicklung und Einübung erweiterter Achtsamkeit. Also Selbstversenkung und weiteres, ja. Das MBSR-Programm enthält folgende Übungselemente. Die Einübung achtsamer Körperwahrnehmung, Bodyscan genannt. Das achtsame Ausführen einer Anzahl von Hatha, Yoga-Stellungen. Das Kennenlernen und Einüben des stillen Sitzens, Sitzmeditation. Das achtsame Ausführen langsamer Bewegungen, etwa in der Form der traditionellen Gehmeditation, Kinhin wird es genannt. Eine dreiminütige Achtsamkeitsübung, sogenannte Breathing Space. Ja. Die Aufrechterhaltung der Achtsamkeit auch bei alltäglichen Verrichtungen. Yoga hat einen hinduistischen Hintergrund. Die Sitzmeditation und Gehmeditation sind der buddhistischen Meditationspraxis Zazen und Vipassana entliehen. Bei allen Übungen steht im Vordergrund das nicht wertende Annehmen dessen, was gerade im Augenblick wahrnehmbar ist. Das können Körperempfindungen, zum Beispiel Druck, Kribbeln, Gefühle, das heißt angenehm sein, unangenehm sein, Emotionen, zum Beispiel Angst, Trauer, Stimmungen, Sinneswahrnehmungen und Gedanken sein. Das Übungsprogramm ist sehr intensiv. So sollen 8 Wochen lang täglich Übungen in einer Dauer von 30 bis 60 Minuten sowie wöchentliche Sitzungen von 2,5 Stunden und einer Tagesveranstaltung absolviert werden. Das ist lange Zeit, die man anwendet dafür. Das Resultat schauen wir dann an und wozu das führt. Ja. Es werden auch Lehrer für Achtsamkeit in Erziehung und Bildung ausgebildet. Eine Erweiterung von MBSR ist die sogenannte MBCT, eine achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie, welche das MBSR-Programm mit der kognitiven Verhaltenstherapie verbindet. Hintergrund der Methoden sind fernöstliche Meditationspraktiken des Hinduismus und Buddhismus. Es sind Formen der streng geregelten und systematischen Schulung der Achtsamkeit. Der Entwickler Jay Kabat-Zinn schreibt selbst. Er schreibt, seien Sie sich bewusst, dass Sie sich bei Anwendung von MBSR und MBCT auf Praktiken fremder Religionssysteme einlassen, die häufig okkulte Elemente mit einschließen. Die Anwendung dieser Praktiken ist aus unserer Sicht nur Zeitvergeudung. Nicht nur Zeitvergeudung, sondern gefährdet die seelische und geistliche Gesundheit der Praktizierenden. Ach so, genau. Also das sind jetzt die Worte. Genau. Die Worte von Jay Kabat-Zinn ist eigentlich dies, was es dann bestätigen sollte, was er da lehrt. Dies jetzt ist der Betrachtung davon aus einer Sicht, die von dem entfernt ist, von dieser Lehre. Ja, mal einen Schritt zurück und das Ganze mal betrachten. Was bewirkt es eigentlich bei Menschen? Ja. Wieso landen so viele Menschen beim Psychologen, in ihren Anstalten und werden weggesperrt? Andere machen Selbstmord, andere drehen komplett durch und der Herr bewahre, die töten Menschen. Es passieren so viele Sachen jeden Tag. Wenn man das genau mal so betrachten würde, warum diese Person solche Reaktionen jetzt gemacht hat, was ist da geschehen? Mit was hat er sich beschäftigt? Ja? Was hat er gemacht?
dann kann man solche Sachen auch finden. Es gibt, ich sage das jetzt, ist mir ein Gedanke kommt, es gibt immer wieder Personen, die zum Beispiel Aktionäre und so, die vom Fenster rausspringen. Das ist keine unbekannte Sache, das sind Multimillionäre. In der Wall Street und so zum Beispiel, springen aus dem Fenster. Sie haben eine wunderschöne Frau, haben Kinder, haben ein Auto, haben ein Zuhause, Ferienhaus, gehen in die Ferien mit der Familie, ist alles tipptopp. Wenn du das betrachtest, ist alles so neutral, perfekt. Ja, einfach perfekt. Das höchste Maß eigentlich, was man mit Geld, ja, mit Mammon erreichen könnte in der Welt. Das haben die. Die springen raus. Das ist nicht nur wegen dem Stress. Solche Sachen sind da fest integriert in solchen Orten. Ja? Stressreduzierende Sachen. Das habe ich nicht nur als Zeugnis von einer Schwester so gehört, dass bei verschiedenen Zentren, ich sage die Namen nicht, dass es solche Sachen gibt. Das sind keine Geheimnisse. Ja? Meditation, also das ist ganz normal. Das ist ganz normal für jeden überall auf der Welt. Das war aber nicht immer so. Ja? Das sind die 68er Bewegung, 69er Bewegung. Dies hat alles so einen Einlass gefunden, überall in der Gesellschaft. Das Resultat aber davon ist sehr, sehr schlimm, furchtbar sogar, entsetzlich sogar. Ja, so viele gehen wegen dem in die Psychiatrie, werden eingeschlossen und kommen da auch nicht mehr raus. Viele, so viele. Auch diese Geschäftsleute, die machen das nicht lange. Ja. Die lernen das, die zahlen dafür, ihr Coach und für diesen, ihr Zeitplaner für das und Stressreduktion für dies, ja, Betrachten der Situation und Betrachten von der Atmung, ja, so holotropes Atmen und solche Sachen wird angewendet und, alles Mögliche. Hauptsache Ruhe und Frieden, ja, und Konzentration und alles. Woher aber kommen diese Kräfte? Woher kommen diese Energien? Das wird nicht betrachtet, denn dafür wird keine Zeit aufgewendet. Wenn du 11, 12 Stunden am Tag arbeitest, in solch einem Bereich, keine Chance. Auch wenn du Kurzzeit arbeitest, dann willst du noch mehr Zeit in dies anwenden. Ich habe viele Stunden jeden Tag meditiert gehabt, nicht nur diese 20, 30 Minuten. Ja? Ich habe mein ganzes Leben dahin gegeben, nur um zu meditieren, in verschiedensten Arten. Und auch als Esoteriker. Ich kann dir nur sagen, dies, was du da machst, was du da sagst, das ist nur einfache Sache. Auf Objekte konzentrieren, auf eine Ecke starren und konzentrieren, auf Atmen konzentrieren. Ja? Und was weiß ich, auf alles. Hier ist ein Abbild von dem Achtsamkeitsübung, steht hier, Kind untersucht tote Fledermaus. Ja? Objekt betrachten, ja, und somit meditierst du, denkt der Mensch. Ja? Das nennt man Nekromanie sogar. Ja. Aber eben, der Mensch lässt sich von alles weiterleiten, ohne die Hintergründe zu fragen. Ich kann dir nur sagen, auch wenn dies so modern klingt und so, und Geschäftsleute machen doch auch, und denen, bei denen floriert das Geschäft noch mehr. Die Frage ist immer, was steckt dahinter? Welche Kräfte sind da? Und wieso sind diese Menschen nach kurzer Zeit komplett psychisch und körperlich und seelisch zerstört? Das ist kein Geheimnis, das ist eine Tatsache. Ja? Die Irrenanstalten sind voll mit Menschen, leider, die in solchen Sachen drin gesteckt haben und Ähnlichem. Ja? So viel mein Wort dazu. Ich glaube, so ein bescheidenes Wort kann ich dazu sagen. Ich habe wirklich schlimmste Erfahrungen damit gemacht und das nach sehr, sehr kurzer Zeit. Ja? Also, nun, seien Sie sich bewusst, dass Sie bei Anwendung von MBSR und MBCT auf Praktiken fremder Religionssysteme einlassen, die häufig okkulte Elemente mit einschließen. Die Anwendung dieser Praktiken ist aus unserer Sicht nicht nur Zeitvergeudung, sondern gefährdet die seelische und geistliche Gesundheit der Praktizierenden. Christen werden durch das Praktizieren dieser buddhistischen Meditationstechniken geistlichen Schaden nehmen, da die Lehren und Methoden den biblischen Prinzipien widerstreiten. Zustände wie Ärger, Wut, Unruhe und Angst werden nicht biblisch und seelsorgerlich mit Gottes Hilfe angegangen. Es ist als besonders problematisch zu werten, dass der Interessierte durch die neutrale Namensgebung der Zusammenhang mit dem genannten Licht sofort erkennbar ist.
Der spirituelle Hintergrund der Anbieter stammt, wie oben beschrieben, sehr häufig aus dem Buddhismus, beispielsweise Hinduismus. Wundern Sie sich aber nicht, wenn in diese fremden religiösen Methoden bereits in dem Programm von evangelischen Einrichtungen der Erwachsenenbildung begegnen. Das ist ein endzeitliches Phänomen. Dazu kann ich auch etwas sagen von einem Evangelisten also von Missionar Spencer Smith. Evangelist Spencer Smith, den werden viele kennen vielleicht. In USA, ich weiß jetzt nicht an welchem Ort, eine baptistische Kirche, Freikirche, bei denen wird angeboten, Kundalini-Yoga zu machen. Fest im Programm, Kundalini-Yoga. Wenn ihr wisst, wie schlimm das ist, ja, wer dies einmal gemacht hat, das ist so teuflisch, das ist so furchtbar und entsetzlich. Das ist fest hineingelegt in die Kirchen schon. Außerhalb der Kirchen ist dies schon längst. Jeder will da irgendwie meditieren und Ruhe und Frieden. Wenn du in solchem drin bist, komme da raus. Wenn in deiner Kirche sogar solches gemacht wird oder auch nur irgendetwas Ähnliches oder Pilates oder weiß ich was, raus von dort. Raus von dort. Ja. Das sind alles Sachen, die vom Teufel sind. Und die haben eine sehr große Auswirkung auf dein geistiges Leben. Und es besteht die Möglichkeit, dass du auf falsche Wege gehst bis zum Schluss. Ja. Das kann ich dir versprechen. Auch von Seiten der Psychologie kommen Warnungen. Beispielsweise ist der Psychologe Ulrich Ott vom Bender Institute of Neuroimaging an der Universität Gießen, der sich im Rahmen seiner Forschungsarbeit mit den Nebenwirkungen von Meditationen befasst, der Ansicht, dass Achtsamkeitsübungen gefährlich werden können, vor allem für Menschen mit emotionaler Instabilität, Vulnerabilität für Psychosen, posttraumatische Belastungsstörungen und Erfahrungen von Depersonalisation oder Derealisation. Das sind Menschen mit psychischen Krankheiten, bei denen die Wahrnehmung der eigenen Person oder der Umwelt extrem verzerrt ist. Eine weitere Entwicklung, Adaption, ist das MBCP, Mindfulness-Based Childbirth und Parenting Program von Nancy Bardake. Genaue Beschreibung über den Hintergrund und die Gefahren der einzelnen Systeme und Methoden, ja, gibt es viele. Ja, da gibt es viele, aber dies sollte dir genügen, der du solches tust. Ob du nun ein Christ bist oder einfach einer, der in dem Ganzen da drin wandelt, hör bitte auf damit. Höre auf mich. Ich habe solches durchgemacht. Ja, ich habe auf jedwede Art und Weise meditiert. Ich weiß, was dahinter steckt. Es wird dich dein ewiges Leben kosten, wenn du darin verharrst. Ja. Und bevor dies so weit kommt, wirst du in der Psychiatrie landen oder wahrscheinlich sogar dich selbst töten. Das ist ganz und gar so, wie ich es jetzt gesagt habe. Komm da raus. Tu dir selber einen Gefallen und hör damit auf. Ruhe und Frieden findest du im Herrn Jesus Christus selbst. Er muss in dein Leben kommen, in dein Herz kommen. Er muss die Herrschaft in deinem Leben haben. Du versuchst selbst alles auf die Reihe zu kriegen. Das wirst du nicht können. Dazu bist du nicht geschaffen, dass du eine eigene Entscheidung auf die Art triffst, dass es dein Leben immer wieder umgestaltet und beeinflusst, mit eigenen Entscheidungen hin und her gehst. Ja? Eigentlich bist du nur dies, was du jetzt machst, ein Freudenjumper. Ja? Du willst Ruhe und Frieden und Freude. Auch wenn du dafür Sorges tun musst. Du musst immer von einem Moment der Freude zum nächsten. Freude, Ruhe und Gelassenheit für dein Herz, Leib und Seele und Geist. Aber dies ist nur ein momentaner Zustand und es geht auch nicht auf. Du spürst, dass das da mehr dahinter ist. Du spürst den Widerstand in dir. Ich kenne das. Du bist ein Knecht vom Feind. Komm da raus. Ob du eine Mutter zu Hause bist, alleinerziehend oder verheiratet, oder ob du ein Geschäftsmann bist oder ein Lehrer von irgendeiner Schulklasse, wo du das sogar noch weitergeben möchtest, ja? Denn Yoga und all dies und Meditationen, das ist schon längst in den Schulen auch verbreitet. Komm daraus. Wenn du ein Schüler bist, der solches macht, egal in welchem Alter du bist, komm daraus.
Wie das geht? Komm zum Herrn Jesus Christus, sage ihm, dass er der Herr über dein Leben sein soll, dass du ihn akzeptierst als Herrn und Erlöser und Heiland. Sein Blut hat geflossen am Kreuz für dich. Die Frage ist, wozu entscheidest du dich nun? Vor dem Gerichtsthron werden allesamt sein. Es kommt ein danach. Ich verspreche es dir, ansonsten würde ich das niemals verkünden. Es ist die einzige Wahrheit und einzige Tatsache, dass wir im Herrn Jesus Christus das ewige Leben haben. Die Vergebung der Schuld, Ruhe und Frieden in aller Ewigkeit und zwar sofort. Sofort. Du musst Vergebung deiner Schuld annehmen. Wie das geht? Sag dem Herrn, dass du ihn jetzt annimmst als deinen Herrn und Erlöser. Gib ihm all deine Schuld ab, zähle auf, was du in deinem Leben Falsches getan hast, wie lange es auch geht. Es kann Stunden gehen. Gib dem Herrn das alles ab. Du wirst solch eine Ruhe und Frieden in dein Herz bekommen. Danach liest das Johannesevangelium, dann den Römerbrief, dann die Apostelgeschichte. Lies, glaube, ja, und melde dich unten. Und in der Videobeschreibung steht ganz detailliert drin, in zwei Videos, in mehreren Videos sogar, wie du zu einem echten und wahrhaftigen und lebendigen, wiedergeborenen Christen wirst. Ja? Wenn du Hilfe brauchst, ich bin da, so wahr der Herr mir hilft und will, bin ich da. Und andere genauso, die viel mehr helfen können, wie ich überhaupt nur könnte. Höre auf niemanden, der dir sagt, du musst nicht in eine Kirche gehen, du musst da irgendwie nur einfach in der Bibel lesen. Du musst in eine bibeltreue Gemeinde gehen. Ich kann dir dabei helfen und zwar sehr rasch. Dazu brauche ich nur deine Postleitzahl und nicht mehr. Wenn ich deine Postleitzahl habe, wird es auch gleich wieder gelöscht, weil ich möchte nicht, dass das andere preisgegeben wird. Ich kann dir helfen, egal in welchen Belangen. Wichtig ist, dass du das Ziel deines Lebens jetzt erkennst. Das ist unser Herr Jesus Christus selbst, der Richter über Lebende und Tote. Du gehst verloren jetzt momentan, so wie du bist. Werde frei. Amen.